Über die Weisheit alter Hunde gibt es ein Buch, das ich sehr gerne weiterempfehlen möchte. Es ist von Elli H. Radinger, erschienen im Heine Verlag. Ich habe dieses Buch über die Weisheit alter Hunde gekauft, als der Abschied von unserer Labradorhündin Pranka kurz bevorstand. Es zu dem damaligen Zeitpunkt zu lesen, war mir nicht möglich. Doch einige Zeit nach dem Abschied von Pranka habe ich mehrere Kapitel lesen können und erkannt, wie wertvoll dieses Buch ist. Überaus tröstlich war für mich, beim Lesen zu erfahren, dass es mir doch tatsächlich gut gelungen war, in Prankas Leben als alter Hund zu erkennen, was wirklich zählte im Leben. Der Aspekt Entschleunigung spielte dabei eine große Rolle. Alles wurde ganz einfach langsamer, ruhiger und gemütlicher. Und das war gut so. Die Bedürfnisse von Hunden verändern sich im Laufe der Zeit und ihres Lebens. Ich erinnere mich heute noch an die große Freude, die Pranka am Schwimmen hatte in einem großen Wasserbecken einer Physiotherapiepraxis. Zur Verbesserung ihrer Lebensqualität und Mobilität habe ich für Pranka, als sie so etwa im Alter von 12 Jahren war, über einen längeren Zeitraum in diese Physiotherapie investiert. Mein Hintergrundgedanke damals war, wenn nicht jetzt, wann dann? Es hat Pranka gut getan, sehr geholfen und große Freude gemacht. Diese gemeinsamen Ausflüge in die Praxis waren etwas ganz Besonderes. Für Pranka war es Schwimmarbeit mit anschließender Wellnessmassage oder Lasertherapie, je nachdem das, was sie gerade brauchte, und einem ausgedehnten Schläfchen im Bademantel und warmer Decke eingehüllt im Auto. Sie genoss diese Termine und wirkte äußerst zufrieden. Für mich war es immer ein großes Glück und eine große Freude, ihr beim Schwimmen entspannen und einschlafen zuzuschauen. Und wenn sie dann danach im Auto eingeschlafen war, saß ich für einen Becher Kaffee und eine leckere Butterbrezel bei einem tollen Bäcker, der auf dem Weg zur Praxis lag und an dem wir sonst nie vorbeikamen. Schon damals war mir die Weisheit alter Hunde, die sie ausstrahlen, im Bewusstsein. Es sind die Augen des Hundes, die mich immer sehr berühren. Ich bin überzeugt davon, dass dieses Buch von Elli H. Radinger über die Weisheit alter Hunde seine Leser immer zum richtigen Zeitpunkt findet. Es ist nicht leicht, über den letzten Lebensabschnitt des Hundes und den Abschied von ihm zu schreiben oder zu erzählen. Doch möchte ich mit diesem Beitrag darauf aufmerksam machen, wie schön und bereichernd diese letzten Jahre oder Monate mit dem besten Freund, den ein Mensch haben kann, sind.